Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier bei Rainis Nachtgedanken an diesem Sonntag. Es ist der 7.1.2024. Es ist der erste Sonntag nach dem Epiphaniasfest und die Nachtlese ist heute im 1. Samuel-Buch zu finden. Es ist ein etwas längerer Text. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird zerfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, den Herrn zu opfern, und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihnen entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Friede? Er sprach: Ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Es ist erstaunlich, was hier geschieht. Samuel soll den König salben, obwohl noch ein König in Amt und Würden ist, nämlich Saul. Aber Saul ist verworfen von Gott und jetzt kommt der ganz große Moment, dass die Söhne von Isai alle nicht genügen, nicht von Gott ausgewählt sind. Und da kommt der große Spruch: Gott sieht aber das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ja, so sind wir. Wir gehen nach Äußerlichkeiten. Wir wollen immer Prunk und Sportlichkeit und natürlich Schönheit. Und Gott sucht seinen König aus, den er für Israel haben will. Der muss im Herzen bestehen. Und da kommt es zu der Salbung von David. Eine wundervolle Geschichte, die vieles aufzeigt und man könnte sehr lange darüber nachsinnen. Einmal, dass Gott einschreitet, wenn eine Obrigkeit vollkommen daneben liegt, wenn sie sich von Gott abwendet, dass er dann seinen Weg geht und neue Obrigkeiten sucht und einsetzt. Ganz wichtig auch, dass für das Volk damals es selbstverständlich war, dass Gott die Obrigkeit einsetzt und nicht wie es heute ist, dass man sich die Obrigkeit erkauft mit Geld, wie es in den USA üblich ist, oder aber auch mit Korruption und anderen Dingen an die Macht gelangt. Ja, und dann kommt dieser David, der eigentlich draußen in der Natur lebt, und er wird zum König gesalbt. Es ist eine hoffnungsvolle Geschichte in unserer Zeit, wo auch die Obrigkeiten Gott den Rücken gekehrt haben, ähnlich wie Saul, wo nichts mehr läuft, wo sie nur noch
im Egoismus unterwegs sind und wo sie uns das Leben buchstäblich zur Hölle umgestalten. Dann zu hoffen, dass Gott auch diesmal wieder eingreift. Die Frage ist nur, kommt es dann wieder, dass die Obrigkeit von Gott ausgewählt und eingesetzt wird? Ich denke schon und ich bin ganz sicher, dass diese Zeit sich verändern wird, dass die Obrigkeiten nicht mehr gottlos sein können. Wenn man nämlich den Prophezeiungen der Neuzeit traut, dann wird es eine Zeit geben, in der Gott wieder die Obrigkeiten einsetzt und dafür sorgt, dass diese Obrigkeiten auch in seinem Namen regieren und viel Gerechtigkeit über diese Welt kommen lassen. Wir scheinen am Vorabend einer ganz großen Zeit zu stehen, einer Wendezeit, die Großes für uns bereithält und Großes für uns auch dann wieder neu möglich werden lässt. Und so möchte ich an diesem Abend die Hoffnung mit in den Schlaf geben, dass es nicht mehr zu lange dauert, dass wir diese Zeit mit erleben werden und dass es sich lohnt, sich auch einzusetzen, damit diese Zeit natürlich entstehen kann. Dass wir aufhören, den falschen Obrigkeiten wirklich zu dienen und zu gehorchen, dass wir aufhören, uns klein zu machen, sondern dass wir so wie Samuel hier auf Gottes Wort hören und unseren Weg, den Gott für uns bestimmt hat, auch gehen können. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ich wünsche uns allen eine wundergute, wunderschöne und gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut, erholen Sie sich und freuen Sie sich darauf, dass Gott bald wieder die Könige, die Obrigkeiten einsetzen wird. Gute Nacht.